In diesem Video soll es um die Kosten und die Amortisationszeit einer Solaranlage gehen. Fangen wir erst einmal mit den Kosten an. Hier muss man sagen, dass die Anschaffungskosten für eine Solaranlage grundsätzlich natürlich variieren können. Einflussfaktoren sind hier beispielsweise die Größe des Hauses, der Zweck der Anschaffung sowie der Bedarf des Haushaltes. Zusätzlich spielt es eine Rolle, für welche Komponenten du dich entscheidest. Der Wechselrichter ist beispielsweise unumgänglich. Aber ob du für deinen Verbrauch einen Stromspeicher oder eine Wallbox nutzen möchtest, kannst du ganz individuell entscheiden. Wie du siehst, lässt sich das also nicht pauschal sagen. Wenn du dich aber für eine Solaranlage von Solar interessieren solltest, empfehlen wir dir, eine kostenlose Anfrage zu stellen. Daraufhin prüfen wir, ob eine Solaranlage auf deinem Dach installieren werden kann und erarbeiten dann einen individuellen Kostenplan für dich. Bleibt noch die Frage, was Amortisationszeit im Zusammenhang mit einer Solaranlage bedeutet. Die Zeit, in der die Investitionen durch die Erträge wieder ausgeglichen wurden, nennt sich Amortisationszeit. Kaufst du beispielsweise eine Solaranlage für 10.000 Euro, die einen jährlichen Gewinn von 2.000 Euro erzielt, so hat sich die Anlage nach 5 Jahren vollständig amortisiert. Wir hoffen, dass wir dir einen fundierten Einblick geben konnten. Solltest du noch weitere Fragen zu dem Thema haben, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Bis bald!